Brüder und Schwestern in Christus, in der Lesung aus dem Buch Ezechiel stellt Gott seinem Volk eine Frage, die auch heute uns wichtig werden kann. Er fragt sein Volk: Mein Verhalten soll nicht richtig sein. Das, was ich tue, soll nicht richtig sein. Das ist die Frage ist eigentlich die Antwort auf die Vorwürfe des Volkes, weil Gott anscheinend anders handelt, als wir es oder als das Volk sich das erwarten würde. Weil es gibt in dieser Welt Menschen, die als gerecht gelten, die ihr ganzes Leben lang sich abmühen. Aber wenn man genauer hinschaut, gibt es da vielleicht etwas, was dieses Bild stören würde. Das ist wie in der Schule. Ich war immer ein Streber, also für mich waren gute Noten ein Muss, auch wenn es nicht immer gereicht hat. Aber ich habe mich bemüht. Und in der Grundschule, die dauerte in meiner Heimat 8 Jahre damals, in der 7., 8. Klasse habe ich bemerkt, bei manchen Lehrern reicht es, dass ich ein Jahr einen guten Eindruck schinde, also dass ich gute Noten bekomme. Und dann war es wurscht. Dann musste ich nicht immer die Antwort wissen. Das wurde mir verziehen, weil ich ein guter Schüler bin und vielleicht heute einen schlechten Tag habe. Es gibt Menschen in unserem Leben, die wir so sehen. Und das ist eine falsche Sicht der Dinge. Und daran erinnert auch Gott heute. Auch Jesus sagt es seinen Jüngern und den Ältesten des Volkes: Urteilt nicht nach dem, was war, sondern nach dem, was ist. Weil dass jemand sein ganzes Leben lang Gebete spricht und sich als gerecht ausgibt oder als solche in der Gesellschaft gilt, heißt noch lange nicht, dass er es jetzt ist. Und umgekehrt. Es gibt Menschen um uns, manchmal sind wir es selber, die Fehler machen, grobe Fehler, die sich an anderen versündigen, wo sie Schuld auf sich laden. Das sind die Zöllner und Dirnen, von denen Jesus spricht. Es sind Menschen, die in ihrem Leben nicht so angenehm im Umgang sind. Und es ist wieder wie in einer Schule. Ich habe sehr oft Schülerinnen und Schüler erlebt, die einfach schwach waren, manchmal. Manchmal lag es an der Familie, dass da vieles nicht funktioniert hat und das Kind kam damit nicht zurecht und dann war die Schule für das Kind auch nicht so wichtig und ja, dann bekommt man automatisch schlechte Noten, man ist schlecht drauf und wenn dann der Lehrer dich noch ungerecht behandelt, wenn du so schlecht drauf bist, dann wird man frech. Und wer ist schuld? Wer bekommt alles ab? Dieser Schüler, der schlecht drauf war, obwohl er ungerecht behandelt worden war. Nicht der Lehrer ist dann schuld, sondern der Schüler. Weil der hat zu gehorchen und la la la. Das ist auch grundlegend falsch. Weil dass jemand sein ganzes Leben lang sündigt, dass jemand sein ganzes Leben lang Fehlentscheidungen trifft, bedeutet in den Augen Gottes anscheinend nichts. Und wenn jemand jetzt mit dem Gericht kommen sollte, ja. Ich war jetzt letzte Woche auf einer Fortbildung. Wir haben einen Brief vom Heiligen Franziskus gelesen und das hat der Pater Johannes Schneider uns erklärt, was in diesem Brief ist. Ein sehr weiser Mann. Ich sag's euch, er ist wirklich weise. Und er hat das Ganze mit einer Überschrift versehen und da stand: Barmherzigkeit wird zum Gesetz. In der Kirche ist Barmherzigkeit das einzige Gesetz, das immer gilt. Von allen anderen Sachen, ja fast von allen anderen, gibt es wirklich Ausnahmen. Aber die Verpflichtung zur Barmherzigkeit, daran erinnert uns unser Papst Franziskus immer wieder, bis zum Gehtnichtmehr,
ist Barmherzigkeit. Ohne das gibt es keine Kirche. Ohne das gibt es keinen Christen. Und wenn heute in dieser Lesung aus dem Buch Ezechiel uns daran erinnert wird, wie wir urteilen, das sollen wir aufhorchen. Dasselbe sagt Jesus: Schaut, wie ihr über andere urteilt. Ich sehe das nicht so. Weil um dieses Urteilen über andere kommen wir nicht herum. Das macht jeder und ohne das funktioniert auch ein normales Leben nicht. Man muss sich ein Bild von einem Menschen auch machen, damit man mit ihm irgendwie verkehrt. Anders geht's nicht. Aber ist die Frage, wie du urteilst. Sehe diesen Menschen so, wie Gott ihn sieht. Jetzt und hier, wenn er sich jetzt und hier bekehrt, ist er heilig. Und als solche anzusehen. Und dass er sein ganzes Leben gesündigt hat, das hat Folgen, keine Frage. Das sind die sogenannten Sündenstrafen. Wenn man sich blöd anstellt, hat das Folgen im Leben, genauso im Geistlichen. Man muss diesen Menschen nicht noch zusätzlich bestrafen, wenn man über ihn dann falsch urteilt und ihn auch ungerecht behandelt. Es ist manchmal schwierig, aber heute gibt uns auch die zweite Lesung vielleicht einen Ansatz von Antwort, wie man das schaffen kann, dass man Menschen behandelt, wie Gott sie behandelt. Weil die Nachfolge Christi heißt nichts anderes, als das zu tun, was Gott tut. Nichts weniger, genau das. Apostel Paulus schreibt: Jeder achte nicht nur auf das eigene Wohl, sondern auch auf das des anderen. Wie soll das gehen? Ja, das ist ein schöner Rat, aber dann kommt etwas Erstaunliches, die schönste Hymne in der ganzen Bibel, also nach meinem Geschmack, wo Paulus schreibt: Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen und so weiter und so fort. Es ist ein sehr dichter theologischer Text. Kurz gesagt geht es darum, Gott war sich nicht zu schade, einer von uns zu werden. Gott ist demütig. Ihn interessieren unsere Sünden nicht im Geringsten. Das hat nur Folgen für unser Leben, wie schon gesagt. Ihn interessiert, wie du dann mit deinen Schwestern, wenn du seinen Ruf hörst, mit deinen Schwestern und Brüdern umgehst, ohne darauf zu achten, was war, sondern diesen Menschen in diesem Moment zu sehen, wie Gott ihn sieht, in seiner Ganzheit, vielleicht versuchen, sein Herz zu sehen, ist nicht einfach, besonders bei Menschen, die uns verletzt haben. Also ich habe so einige Menschen, die mir wirklich zugesetzt haben. Und es fällt mir immer wieder schwer zu glauben, dass dieser Mensch doch gut ist. Manchmal denkt man das von sich selber, weil wir kennen uns selber am besten. Naja, meistens, nicht immer, aber es ist wünschenswert. Und man denkt das von sich. Ich bin ein Schuft. Ich habe dies und jenes in meinem Leben gemacht. Wie kann Gott überhaupt mich lieben? Wie kann das sein, dass mich ein anderer Mensch annimmt? Das glaube ich nicht. Wenn sowas in dir ist, dann bist du auf dem Holzweg, aber das macht nichts. Da kommt der Heilige Geist, der ist ja bekannt Feuer, der kann das alles berichtigen. Lasse dich auf Gott ein in deine Nachfolge. Versuche täglich, die Menschen, die auf deinem Lebensweg dir begegnen, mit seinen Augen zu sehen. Das ist wirklich harte Arbeit. Aber die Nachfolge Christi ist manchmal harte Arbeit. Nicht immer, aber manchmal schon. Dazu sind wir eingeladen, jeden Tag.
Und was hat das dann für Folgen, wenn man sich diese Mühe macht, nicht darauf zu achten, was andere von diesem Menschen denken, was meine Vorstellungen sind, sondern genau darauf, was dieser Mensch hier und jetzt ist. Am einfachsten funktioniert es in einer Ehe. Da geht es wirklich, also ich sage nicht, dass es ohne Mühe geht, aber das ist das Einfachste. Weil da sich auf den anderen einzulassen, ihn kennenzulernen, ihn zu sehen, wie dieser Mensch in diesem Moment ist, das ist vielleicht, also kommt am ehesten. Ich sage nicht, dass es wirklich einfach ist, weil manchmal ist es schon schwierig. Aber da passiert es am öftesten. Und so soll es auch in der Kirche sein. Wir sollen uns so annehmen, wie wir sind. Das erlebe ich in jedem Kloster aufs Neue. Also in jedem Kloster gibt es verschiedene Brüder. Wir suchen uns einander nicht aus. Das ist auch das Schöne am Ordensleben. Und es sind so verschiedene Leute immer. Man muss immer jeden Tag auf der Hut sein, sozusagen, um den anderen nicht zu verletzen, um ihn nicht zu nahe zu treten, um das eigene, um die eigenen Verletzungen nicht an ihm irgendwie wieder ausleben. Aber ich habe schon auch Gemeinschaften erlebt, wo das wirklich funktioniert. Wo man einander annimmt und trägt, ich habe gestern einen Traum gehabt, deswegen wieder mit der Ehe, wie es in einer Ehe sein sollte. Das ist auch im Trauungssegen drinnen, dass die Menschen sich einander tragen und ertragen sollen. Das ist ein schöner Text. Also, darum geht es in der Kirche, damit wir einander tragen und ertragen. Das ist sehr realistisch. Das ist nicht irgendwie was Theologisches. Das ist sehr nahe an unserem Leben. Dazu lädt uns Jesus heute ein. Siehe, wie dein Bruder, wie deine Schwester ist. Mit dem, was an ihm, an ihr gut ist und was in seinem, ihrem Leben nicht funktioniert in diesem Moment. Und nehme diesen Menschen so an, wie er ist. Warum? Weil Gott ihn auch so angenommen hat. Gott hat jeden Menschen erlöst durch Jesus Christus. Jeden, nicht nur dich, der du versuchst, Christus nachzufolgen. Auch die Mörder aus dem Irak, die hat er auch erlöst. Ob du es willst oder nicht. Warum, weiß ich nicht. Gott hat es so gefallen, weil er barmherzig ist und jedem von uns den Weg in den Himmel eröffnet. Dieser Weg ist manchmal weit. Er zeichnet sich dadurch, was Christus gemacht hat. Das haben wir in dieser Hymne gehört. Gott ist demütig geworden. Da bin ich auch ein bisschen, vielleicht habe ich eine Schieflage, weil das ist eine sehr franziskanische Sache, die Humilitas, die Demut. Die Demut ist eine der wichtigsten christlichen Tugenden und die ist in Vergessenheit geraten. Worum geht es in der Demut? Nicht darum, sich klein zu machen und zu sagen, ja, schlage mich, na, hau ein bisschen härter, weil es ist noch zu wenig. So stellen wir uns manchmal Demut vor. Nein, die Demut ist der Versuch, diese Welt mit den Augen Gottes zu sehen. Alles anzunehmen, was Gott uns schenkt. Diese ganze Fülle an Gaben, an Gutem, manchmal auch an Schlechtem. Das kann zu Gnade werden. Das hat auch die heilige Theresia von Lisieux immer wieder gesagt. Alles ist Gnade, alles ist Gnade. Viele Heilige haben es gesagt. Mein Magister im Noviziat hat es auch gesagt. Wenn wir um etwas gebeten haben, um was Süßes oder sonst was, er hat gesagt, nö, gibt's nicht, alles ist Gnade. Das kann schon nerven, aber es stimmt, wenn man es lernt anzunehmen, was Gott mir gibt, dann ist wirklich alles Gnade.
Und das ist jetzt mein letzter Sonntag hier in St. Pölten. Und ich habe viel Gutes erlebt, Schlechtes auch. Und ich kann sagen, nach 4 Jahren, also ich kann sagen, das war eine Gnade. Auch das Schlechte, was ich hier erfahren habe, es war nicht viel, aber genug, sozusagen. Das hat aus mich einen anderen Menschen gemacht. Ich habe vieles dazugelernt und das werde ich mitnehmen, weitertragen können. Auch das schreibt auch der Kohelet. Nehmen wir das Gute aus der Hand Gottes, warum sollten wir das Böse nicht nehmen? Das ist ein sehr provokativer Text, aber es geht um die Demut. Alles, was Gott dir gibt, das kann dir zum Heil gereichen. Das kannst du als Gewinn erachten, weil es von Gott kommt. Auch wenn es manchmal ein bisschen unangenehm ist. Versucht auf das Wort Gottes zu hören, was Gott euch zu sagen hat, durch diese Schriften, die wir heute gehört haben, es im eigenen Leben umzusetzen. Das wird Frucht bringen, wenn ihr euch darauf einlässt, wenn ich mich darauf einlasse. Ich bin auch nicht noch am Ziel gelangt und das ist auch gut so, weil da kann man noch vieles besser machen als bis jetzt. Das wünsche ich euch, dass wir alle Menschen mit den Augen Gottes sehen, in seiner Demut, mit seiner Barmherzigkeit und das alles als Gnade annehmen können, wie es wirklich ist.